Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Morgenkatze. Und damit herzlich willkommen zu der Folge nach der letzten Folge. Wisst ihr noch, was wir letzte Folge geschafft haben? Richtig, wir haben den Sub-Button gedrückt, um mich zu unterstützen. Achso, und wir hatten einen Wither Skull gekriegt. Also für die Leute, die es nicht wussten, da ist ein Wither Skull. Da ist Nummer 1, ne? Und da sind noch 2. Und die 4 Obsidian brauchen wir auch. Und ein wenig leereres Inventar wäre auch nicht schlecht. Also machen wir mal ganz kurz ein bisschen Ausdumpy. Und wir werden jetzt gleich ohne größere Umwege einfach ganz kurz ins End düsen, würde ich sagen. Ich bin gerade am Überlegen, wenn wir sowieso ins End gehen, könnte ich eigentlich damit ganz kurz noch eine Kleinigkeit machen. So. Wunderschön. Yo! Wir haben eine Elytra. Die haben wir jetzt an. Und ich glaube, eine Rakete war das, was uns reicht, eigentlich, um rüber zu fliegen. Ich glaube. Ah ne, eine Rakete war bis zum Netherportal. Kriege ich denn das Endportal mit einer erreicht? Das sieht auch nicht so schlecht aus, ne? Hier die Seite ein bisschen Ding nehmen. Und hier ist der Untergang. Punktlandung. Das ist geil. Au, ja, au, 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 au. Sich richtig gut den Kopf anhauen. Das tut immer gut. Heiliger Bimbam. Da ist es. Le Portal. Lasst uns mal ganz kurz einen Big Brain Move machen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie unser Teil hier aussieht. Okay, so sieht unser Teil hier aus. Let's macht es schön. Ich weiß, eine unkonventionelle Sache. Aber wenn wir sowieso jetzt hier gerade wieder hergedüst sind, will ich es jetzt einfach mal nennen, können wir das Ganze auch ein bisschen breiter machen. Wir werden das natürlich irgendwann nochmal alles verschönern. Aber jetzt, wenn wir sowieso gerade über die Brücke rüber müssen, können wir uns auch 1-2 Sekunden länger nehmen. Oh. Entschuldigung. Da ist noch ein Stück. So, dann brauchen wir hier einmal einen Crafting-Table. Und da vorne ist direkt einer der... Okay. Also entweder müssen wir direkt früher anfangen. Ab hier ungefähr. Ich glaube, das sollte reichen. Ja, wenn wir hier anfangen, sollte das nicht zu schwierig sein. Dann bauen wir hier ein paar Treppis. 24. Wir haben 24 Treppen. Ist das, was uns so reicht? Okay. Wenn das ist, was uns reicht, dann ist doch super. Klicke die Klick. So. Wir bewegen gerade ein bisschen arg langsam. So. Okay. Das müsste die letzte sein, genau. Und hier können wir einfach weitermachen. Manchmal mag ich den Chat nicht. War mir sicher, ich habe ihn mitgenommen. Leute, wir haben den Soul Sand vergessen. Der Chat hat es mir gerade eben mitgeteilt. Ich habe es selber nicht gesehen. Ich dachte, dass Spruce Wood, das wir im Inventar haben, wäre Soul Sand. Das zweite. Das ist ärgerlich. Das ist doppelt ärgerlich. Aber wenn wir jetzt gleich wieder zurück hierher porten, dann haben wir eine schöne Treppe, wo wir langlaufen können, ohne dass wir runterfallen. Ja, genau das wollte ich. Genau so. So. Wunderschön. Ja gut, den Teil hier unten, der muss jetzt nicht so sein. Aber okay, wir haben genug Zeit dadurch verschwendet, dass ich vergessen habe, dass wir keinen Soul Sand haben. Aber okay.
Da ist unsere Wolle von dem Schaf, das wir getötet hatten. Dann, oh Gott. Dann machen wir das Ganze nochmal. Hupsala. Hier war irgendwo Solzen in einer der Kisten. Ich glaube, der hier? Hier ist Solzen drin. Hey, Leute, wir haben Solzen. Ist das nicht super? Haben wir denn das Obsidian jetzt dabei? Okay, wir haben das Obsidian dabei. Tja. Hupsala. Und rüberdüsen. So. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze handhaben kann, einen Wither zu beschwören. Ich erkläre euch das ganz kurz einmal in der Theorie und zeige euch gleich, was ich meine. Die erste Möglichkeit, mit einem Wither zu arbeiten oder einen Wither zu benutzen und ihn sicher zu nutzen. Ja, das ist super, dass das Zeug hier runterfällt. Wäre, dass wir einen Spawnpunkt finden im Nether, beziehungsweise einen Punkt finden im Nether, an der Netherdecke, an dem wir eine Größe von insgesamt einem 3x3 Flächen haben, das komplett mit Bedrock gerade frei wäre. Das bedeutet, so eine Fläche wie hier zum Beispiel, das hier wäre eine 3x3 Fläche, ne? Dann spawnen wir den Wither mit Absicht so, dadurch, dass er 3 hoch ist, dass er mit dem Kopf da drin stecken bleibt. Das wäre die Theorie Nummer 1. Jetzt könnten wir dafür im Nether die gesamte Zeit übersuchen. Oder wir nehmen eine natürlich generierende 3x3 Bedrock-Plattform, die es immer in jeder Welt gibt, automatisch. Und das ist eine relativ einfache. Und zwar ist das die hier. Wenn wir nämlich hier runter gucken, unter diesem Endportal, bin gut im Sprechen, Menschen, falls ihr es noch nicht wusstet, befindet sich diese Plattform hier, diese Dreierplattform für die Mitte. Und die können wir dafür benutzen. Das ist einfach jedes Mal möglich. Jetzt ist nur das große Gamble, welche war die richtige Höhe? Ich persönlich bin der Meinung, es sind 2. Aber wenn wir das falsch machen, haben wir gleich einen Witherkampf, einen richtigen Witherkampf. Richtiger Witherkampf ist gefährlich, den könnten wir verlieren. Wenn wir es zu hoch machen, wird es auch schwierig. So, lasst uns hier mal ganz kurz gucken. Die richtige Höhe wäre eine andere wahrscheinlich. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Ich nehme natürlich die zentrierte Mitte einfach, weil Logik, ne? Zentrierte Mitte ist toll. So. Das ist alles mit Bedrock generiert hier. Und hier haben wir diese 3x3 Fläche. Wunderschön. Dann geben wir ihm einen Punkt, worauf er stehen kann. Dieser Punkt sollte so sein, dass er dadurch, dass er in seinem hinteren Block spawnt, er an dieser Stelle hier spawnt. Bedeutet hier. Das ist aber 1 zu hoch. Definitiv 1 zu hoch. Wir müssen nochmal 1 tiefer gehen. Das sieht für mich gerade falsch aus. So. Mich nervt gerade ein bisschen der Husten, wenn ich ehrlich bin. So. Der letzte Teil kommt an die letzte Plattform dieses Bedrocks. Das bedeutet, wir nehmen den mittigen Teil hier, setzen da Bedrock drauf. Dann platzieren wir noch so, einfach nur um eine Schablone zu haben, wie wir das Ganze zusammenbauen später. Dann müssen wir uns immer noch gucken, dass wir einen guten Fluchtweg haben. Gleich wieder, falls wir das falsch spawnen oder auch allgemein, falls wir ihn allgemein spawnen, weil er hat trotzdem den Explosionsradius. Die Theorie dahinter ist jetzt, wenn wir ihn so spawnen, spawnt er hier drauf, steckt aber mit dem oberen Teil der Hitbox in diesem Bedrock drin, kann sich dementsprechend nicht bewegen. Er kann zwar den Obsidian-Teil unter sich kaputt machen, aber er muss immer mit dem Kopf da sein, dass er kaputt machen kann. Das bedeutet, er kann den Obsidian nicht kaputt machen. Dementsprechend müssten wir, wenn ich das nicht komplett falsch mache, mit dem Spawning so, den Wither, mit dem Kopf, hier oben, in der Obsidian, nicht Obsidian, Bedrock, Entschuldigung, gefangen haben. Ihr seht jetzt, er bekommt Schaden und er kann uns nichts tun.
Das war nicht nur laut, sondern auch fein. Klick. Und so haben wir unseren ersten Netherstar. Dadurch, dass ihr das Ganze so macht, habt ihr halt nicht die Gefahr, dass der Wither euch umbringt. Weil er würde auch so übrigens sterben. Also ihr könnt den Wither so ohne Schwert oder sowas töten. Also er verliert durch den Scuff-Damage im Block halt nach einer Zeit auch ein bisschen Leben. Und rein da. So, wir sind wieder zu Hause. Hier ist noch alles unbeschadet. Ich hatte früher mal Angst, dass er, wenn er eventuell seine Geschosse verschießt nach oben hin, vielleicht die Portalblöcke trifft und die Geschosse als Entities hierher geportet werden. Das passiert nicht. Wenn, dann am Worldspawn. Also bohrt nicht am Worldspawn. Das ist halt, sonst ist es doof. Genau, wir haben unseren Stone hier noch, wir haben noch einen Endstone. Ich werde jetzt nicht besonders sortieren oder sowas, vielleicht werden wir irgendwann mal Zwischenfolgen oder so sortieren. Das kann immer noch sein. Oder es gibt dann so eine Zweitkanal-Montage, wie ich Kisten sortiere oder sowas. By the way, wenn ihr den Zweitkanal noch nicht abonniert habt, ne, auch da gibt es Videos momentan. Täglich Pokémon. Jojo, das ist fein. Es war immer sehr unregelmäßig, aber es gibt Pokémon. Jetzt schauen wir uns mal den Netherstar ein bisschen näher an. Netherstar hat ein einziges Crafting-Rezept. Dieses Crafting-Rezept ist der Beacon. Nicht der Bacon. Ich hätte auch lieber Bacon. In dem Fall, ich mag gar kein Bacon, aber ihr versteht, was ich meine. Der Beacon wiederum ist ein Block, der emittet Light. Das ist schon mal eine coole Sache. Bedeutet, wenn ihr ihn als Deko-Block verwenden wollt, ist ein äußerst teurer Deko-Block. Aber er emittet Light. Und er hat natürlich noch den Beacon-Effekt, also den Leuchtfeuer-Effekt, wo ihr Effekte auf Grundlage seiner Beacon-Base bauen könnt. Wir wollen den in einem Full-Beacon haben, damit wir den Secondary-Stat Haste 2 nehmen können. Aber dafür brauchen wir eine viel größere Beacon-Base. Und das funktioniert nicht. Das haben wir noch nicht. Wir haben nicht genug. Das könnten wir machen, indem wir unsere Villager die gesamte Zeit über durchtraden. Und dann die Blöcke dafür haben. Aber wir brauchen mehrere Blöcke, mehrere Stacks an Blöcken, damit das Ganze funktioniert. Und das haben wir gerade einfach nicht, ne? Also, da müssen wir nicht lange drum herum reden. Summon the Wither war unser Achievement übrigens. Nice. So, da er nichts anders verbrauchbar ist, würde ich sagen, wir bauen uns den trotzdem mal und wir haben keinen Obsidian mehr. Wait. Nee. Ich habe nie Obsidian gefarmt, weil... Naja, es ist ein Anker-Projekt. Obsidian-Farm ist da unnötig. Also kein höheres Obsidian mehr gefarmt. Aber wir könnten... Nee, wir können nicht. Ich dachte gerade... Aber wir könnten ja eventuell... Wir sollten den nicht mehr drunter nehmen. Wir könnten ja eventuell das Ganze so machen, dass wir einfach hingehen und jetzt Obsidian in dem Biegen farmen. Weil den normalen Haste-Effekt haben wir ja schon. Aber... Ibims, ein richtig krasses Ding. Das wird nicht funktionieren. Sagen wir es so. Der schnellste Weg, nicht zu husten, ist nicht zu husten. Der schnellste Weg, jetzt an eine Beacon Base zu kommen, wären entweder Eisen oder Villager Trades. Die Goldfarm auch, aber halt als AFK. Also wenn wir so während dem Schneiden oder sowas die Goldfarm betreiben würden und die nochmal nachjustieren würden, wäre das, glaube ich, auch möglich. Hey, hier sind 4 Stück insgesamt. Lasst uns mal ganz kurz testen, ob hier hinter noch irgendwo Lava ist. Oder da runter? Nein, das sieht gut aus. Was bedeutet, wir können mal ganz kurz hier abbauen. Okay, mit unserer Pickaxe geht das ja wirklich. Wir bauen ja länger an Stone mit einer Wood Pickaxe ab, als an dem hier. Kannst du nichts sagen. Lass uns einfach mal für die Zukunft, falls wir nochmal Obsidian für irgendwas brauchen. Sitz. So. So. Da lang. Ui. Und jit. Ja, jit. Entschuldigung. Wenn wir das alles gemacht haben, müssten wir jetzt nur noch Glas suchen. Wir haben Eisen. Krass. Hey, ich habe Glas gefunden. Man sollte es kaum glauben. Und damit müssten wir den Beacon komplett haben. So. Den Nether Star. Entschuldigung. Ein wenig Obsidian. Ein wenig Glas. Und damit haben wir den Beacon.
Und jetzt ist die große Frage, welche Materialien haben wir gerade genug, um daraus eine Beacon Base bauen zu können? Selbst wenn es eine Patchwork Base ist. Einfach nur für das Achievement. Ich würde sagen, so gut wie keins. Wir haben von keinem genug, in Anführungszeichen, dafür. Hier haben wir noch einen Goldblock. Den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist auch noch Gold, nur halt unverarbeitetes. Da haben wir auch noch was. Okay, lass uns mal die ganzen Blöcke davon zusammen craften. Wait. Jetzt. Yeah, das war das Richtige. Dann dich noch benutzen. Wir können eine Patchwork Foundation legen. Das sollte reichen für eine wenigstens 1er Foundation, damit wir hier einen kleinen Effekt gerade rausziehen können und die Funktionalität davon mal erklären können. So. Wir beginnen einfach mit einer normalen 3er Foundation. 3x3. Und da kommt der Bacon drauf. Beacon. Dadurch haben wir das Advancement. Und wir können jetzt aus der ersten Reihe entweder Speed oder Haste alles nehmen. Ich nehme in dem Fall jetzt einfach mal Speed, weil der andere Effekt bringt uns hier über der Erde nichts. Ich nehme auch etwas, was wir wieder renewen können. Nehme das rein, drücke OK und dadurch haben wir jetzt den Speed-Effekt dauerhaft, solange wir in der Nähe sind. Das bedeutet, das hier ist jetzt unsere neue Geschwindigkeit in dieser Nähe. Eine kleine Beacon-Base dürfte nicht mal bis hinters rausreichen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben hier 7 Sekunden, hier haben wir noch 10, also es erneuert sich noch. Hinterm Haus geht's unter die 7. Also vielleicht reicht's noch gerade so bis zum Bett. Nee, nicht mal. Aber wo fängt's an? Ab dem dritten Ofen. Also hier fängt's an. Ist also nicht besonders weit. Aber je größer die Base, desto stärker auch der Effekt. Also das kann uns helfen. Und ihr seht schon, übrigens auch hier in dem Beacon drin. Beacon. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich sag öfter mal Beacon gerade. Das hier ist die normale Dreier-Base. Das hier ist die 5er-Base auf einer 3er-Base. Das ist die 7er-Base auf einer 5er-Base. Beziehungsweise drauf eine 5er-Base, drauf eine 3er-Base. Und das hier ist die 9er-Base. Darauf 7er-Base, darauf 5er-Base, darauf 3er-Base. Das bedeutet, um das hier zu nutzen, Regeneration oder eben den Effekt, der links ist, mal 2 in zweiter Stufe, was wir bräuchten für Instamining, brauchen wir die 9er-Base, dann eine 7er, dann eine 5er, dann eine 3er und dann den Beacon oben drauf. Das ist eine große Pyramide dann. Und das ist Teurio. Ne? Aber es wird irgendwann kommen. Bis jetzt haben wir nur den Speedbeacon. Aber das ist okay. So. Das war's aber für heute, würde ich sagen. Meine sehr verehrten Damen, Tiere, Menschen und Doktoren, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt schon ein Sub dagelassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Fresst gerne noch eine goldene Karotte mit mir. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal ciao.